Ja, hallo liebe Freunde, ihr seht es, ihr könnt es kaum glauben, wir spielen Minecraft. Und zwar nicht das Ba, Alter, was sind das denn da für Bäume? Nicht das normale, sondern Hexed. Das uns netterweise vom lieben und netten Cody Let's Play unter anderem zur Verfügung gestellt wurde. Und freut mich sehr, das mal ausprobieren zu dürfen. Ich meine, ich habe da wirklich gar keine Erfahrung mit. 68 Mods haben wir hier zur Verfügung. Und ein schwarzes Schaf. Huch, ich bin echt mal gespannt. Minecraft war ja eh schon geil, nur ich dachte mir, das ist jetzt so gesehen Season 2. Weil ich hatte ja die uralte Version. Ja, was ist denn da für ein Block? Wir hatten ja die uralte Version. Und dann dachte ich mir, wir müssen neu anfangen. Moment, die Sounds, die sind mir etwas zu laut. Nee, eigentlich nicht. Kleiner Moment. Ja, die Sounds, die sind mir etwas. Ja, passt alles. Ach, die Sounds, die Version ist mir ein bisschen zu alt und dann dachte ich mir, komm, musste noch mal, Mensch, du bist aber auch ein blödes Schaf, musste doch noch mal von neu anfangen und was Neues zeigen. So, dann habe ich mir die ganzen Mods eingerichtet mit der Version 1.7.9 und dachte mir dann, weißt du was? Oder nee, ich kam durch einen Kollegen drauf, weißt du was? Hexed. Dachte ich, Hexed? Ja, warum denn nicht? Ich hoffe, es kommt gut an. Ihr könnt hier mal schreiben, wie es bei euch ankommt. Weil hier sind auf jeden Fall Hammer-Sachen. Ich sage ja 68 Mods, man kann hier machen, was man will. Ich habe hier die Sachen nicht. Repair, Friendship, more Options. Dann. Normal habe ich hier noch die. Nicht. Diesmal nicht. Alter, was wie kranke Bäume. Normal habe ich hier noch so die. Ich kann leider nicht alles zeigen. Moment, Sort Key, Authority File, Inventory and Chest Settings. Open the Item Tree File. Huch! Open the Sorting Rule File, Open Help in Browser. Ne, 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 ne. Shortcuts on. Ja, normal ist hier noch so die. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr mal Bescheid sagen, wie ihr oder wie das bei euch ankommt. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier wieder der Fehler ist. Nein. Ja, ich hatte eben so einen Fehler in der Testaufnahme da. Der ganze Baum explodiert. Aber jetzt nicht, jetzt nicht. Ja, ich bin echt mal gespannt auf Hexed. Auf die Möglichkeiten von Hexed vor allem. So. Ein paar Blöcke haben wir schon mal. Jetzt mache ich mir direkt mal, zack. In alter Minecraft-Manier baue ich mir erst mein Crafting-Table. Dann baue ich mir, so. Stöckchen. Dann setze ich das Ding mal da kurz dahin. Baue mir ein Schwert. Zum Töten. So, das Buch kommt man da oben in die Ecke. Dann baue ich mir eine Spitzaxt. Spitzhacke. Diamantspitzhacke. Ach, eine Holzspitzhacke. Spitzhacke. Alter, ist das so ein Riesenschaf oder sieht das nur so aus? Ich bin sehr verwirrt. Black Wool. So ein Bett können wir uns noch nicht machen, aber gleich. Moment. Ja, ich bin echt mal gespannt darauf, wie es wird. Alter, wie gehen wir da in den Riesenwald rein? Das sieht ja. Huch! 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 Der geil, was für Riesenbäume, ey. Das sieht ja schon mal geil aus. Ich freue mich. So, erstmal müssen wir wieder Holz abknüppeln. Ich springe jetzt wieder der ganze Baum. Ja. Ach, ich glaube, das ist ein Mod, dass der ganze Baum zerspringt. Muss ich mal gucken, ob ich die Mod nicht die Tage mal rausnehme, weil das ist ja schon ein bisschen blöd. Ach, ein Bett mache ich mir direkt mal. Das ist ja schon ein bi- Oh. Das ist ja schon ein bisschen blöd. Aber das können wir ja ändern. Solange es ja nur bei den Bäumen ist, ist mir das ja relativ egal. So, schnell ein Bett gebaut. So. Zack. Jetzt gehen wir doch einfach mal geradeaus hoch. Durch den Riesenwald. Geil. Ja, ihr könnt mir, wie gesagt. Huch. Ja, manchmal hängt es noch ein bisschen, weil hier wirklich so viel am Laden ist. Sagen, wie ihr es findet, ob ich es weitermachen soll oder nicht. Die Folgen werden so circa 20 Minuten gehen. Plus, minus 5 wahrscheinlich wieder, wie immer bei mir. So, ich bin mal so frei. Und ja, wenn es euch gefällt, freut mich das und das wird natürlich weitergezockt. Ich denke mal, das Video kommt aber alle 2 Tage, weil ich habe ja auch noch geil mit dem Lauf hier auf dem Boden. Skyrim und im South Park laufen. Die will ich auf keinen Fall auf der Strecke lassen.
Also das heißt, wenn ich jetzt diesen riesen Baum hier zerkloppe, dann springt das alles runter. Hat schon was. Warte, ich will mal auf die Axt gucken. Okay. Also nee, das können wir ruhig lassen, weil die Axt, es geht halt einfach nur schneller. Die Axt, wie ihr seht, nimmt genauso viel Schaden. Ich mal kurz anders hinsetzen. Das sieht ein bisschen krüppelig aus. So, dilidu. Okay, also die. Ah, okay. Das heißt, wir haben da eigentlich außer eine zeitliche Ersparnis haben wir da nichts. Ja, ist nett hier, ist geil auf jeden Fall. Und wir haben hier Burgen, wir haben hier Schlösser, wir haben hier Türme. Wir haben hier alles. Wir haben hier einen Bären, glaube ich. Hallo Bär. Wir haben Portale, wir haben Dimensionen, wir haben hier Meteoritenschauer. Wir haben hier alles. Wir haben sogar leichte Frame-Einbrüche, sodass hier alles mal hängen bleibt. Und wir sehen, oh. Den will ich haben. Was mag der denn? Ein Bär. Ich bin echt mal gespannt, was uns hier erwartet. Und das werde ich nur mit euch herausfinden können. Nur mit eurer Hilfe. Ihr könnt ja sagen, was ich vielleicht mal bauen soll, was nicht, wie es euch gefällt. Ich bin sehr gespannt darauf, weil ich war die ganze Zeit am Zweifeln, soll ich schon mal Minecraft machen? Soll ich? Nur, es muss was anderes sein. Ich habe mir Endergames angeguckt, nur dafür bin ich überhaupt nicht so der Typ. Mal kurz wissen, was das hier ist. Okay, das hört sich schon mal nach. Nach Kies an. Ich war die ganze Zeit mit mir am Hadern. Und habe Endergames rausgesucht und sonst was und habe hier Super Jump. Das läuft immer noch so zwischendurch. Eine Adventure Map wird in den nächsten Tagen in den nächsten Tagen auch noch kommen mit dem Cody Let's Play. Ein netter Junge, ein cooler Junge, ein freundlicher Junge. So, da springen wir nicht runter. Ich will ja nicht direkt sterben. Ihr könnt ja einfach mal sagen, so was ich denn hier machen soll und was nicht. Was haben wir denn da oben? Zwei verschiedene Sorten Fleisch, Scrap Meat und Raw Steak. Scrap. So. Warte, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ich will nicht durch den Schnee, aber wir müssen wahrscheinlich einfach mal hier mal querbeet durchlaufen. Ja, die Mini-Ruckler tun mir natürlich leid, nur ich glaube, da kann ich wenig dran ändern. Oh. Geh mal unten lang, kein Problem. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen am Hadern. Aber mittlerweile freue ich mich schon wieder richtig auf Minecraft. Und wir haben kein Essen mehr. Wir müssen mal schnell ein Steakchen essen. Schon besser. Ja, ich denke mal, alle 2 Tage wird eins kommen. Und jeden Tag Skyrim und South Park. Oh, ist das ein Pinguin? Hallo. Ach, und ich bin Crash Bandicoot. Ja. Yeah. Problem ist, ich glaube, wenn wir da zurückgehen, laufen wir im Kreis. Das ist sehr. Nur bevor es dunkel wird, würde ich gerne irgendwo hingehen. Oder ich kann mal kurz was machen. Ich stelle mal kurz auf Peaceful, bis wir einen Ort gefunden haben. Dann stellen wir natürlich direkt wieder auf Hard. Weil sonst haben wir keine Überlebenschance. Ich weiß. Boot mich aus, schlagt mich, aber es tut mir leid. So, jetzt hier rüber. Und außerdem ist es 2:34 Uhr. Ich bin also etwas geschwächt. Ich habe noch einen Energy Drink, falls ich hier einnicken sollte. So. Geil, mit den Riesenbergen. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Ich bin so gespannt. Und was uns hier alles erwartet, weil hier können wir ja nochmal 1000 Sachen erforschen. Nicht, Minecraft war mir zu langweilig und da alles mit Mods wieder vollballern und hier Hexe, da hast du direkt alles auf einmal. Da lernt der gute alte Typer TV doch nochmal was dazu. Huch, was ist denn das? Large Heart. Ein großes Herz. So, Musik ist still. Die Musik ist hier so im Problemfall. Ich muss noch mal was essen. Warte, ich probiere einfach mal das da. Entweder sterbe ich oder nicht. Oh, toll, das bringt ja gar nichts. So. Ja, wir suchen einen Platz mal wieder. Und ach so, und die Welt wird natürlich auch erstmal zu Ende, also nicht wird zu Ende gezockt, alles wird vollgebaut. Nein, die wird natürlich so weit wie möglich gemacht. Wir fangen jetzt hier nicht mehr von neu an, deswegen will ich mir einen perfekten Platz suchen. Oh, guck mal, da haben wir, glaube ich, ein kleines Häuschen gefunden. Weil.
Natürlich tut es mir leid, dass wir so oft neu anfangen mussten. Nur letztendlich ging es ja. Waren es ja wirklich blöde. Ach, hier ist ein Kühe, die muss ich töten. Waren es ja blöde Verhältnisse. Oder Ereignisse. Ah, krass. Kutepa. Krass, was finde ich denn hier alles? Emerald Shard. Krass, dass die auch mehrere Sachen liegen lassen. Okay. Da lobe ich dich einmal. So. Ne, auf jeden Fall war mir das normale Minecraft ein bisschen zu monoton mittlerweile. Ein Ofen. Das ist ein zerstörtes Haus. Aber. Ach, hier ist Lava, denn hier ist was abgefackelt, glaube ich. Das sieht ja nicht gerade so abgefackelt aus, aber wenn hier doch schon mal so ein Ofen. Da war mal Lava drin. Das ist eine verlassene Mine. Nehmen wir doch mal alles mit hier, was wir so finden. Ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt. Auf Hexit. Das Projekt Hexit startet. Ab jetzt. Oh, da brennt gerade der Baum weg. Da brennt gerade alles weg. Ach, und wir sind an dieses Texture Pack mehr oder weniger gebunden, da das halt alle Updates für die ganzen Hexit-Mods beinhaltet. Und ich finde dieses dieses Pfex auch echt nett. Aua. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen nervös, mal wieder Minecraft zu zocken. Ich hoffe, ich stelle mich gut an. Meine Kreativität ist auch um 2:30. Oh, 3 haben wir schon. Nur da muss ich schon wohl mal durch. Ich habe meinen Eltern gesagt, kauft mir Energy Drinks. Kauft mir Energy Drinks. Ich muss da durch. Skyrim wird hier vielleicht auch noch diese Nacht aufgenommen. Da bin ich aber mal gespannt, ob ich das durchhalte. So, aber wir haben ja bald Ostern. Happy Eastern und so, ne? So ruhig hier. Das gefällt mir gar nicht. Ja, macht mir Vorschläge, schreibt was dazu, auch wenn scheiße ist, schreibt es. So, hier gehe ich da mal gerne. Ich finde es irgendwie witzig, dass dann der ganze Baum weggeht. Cool. Und es ist ja so gesehen kein richtiger Cheat, weil die Axt, die geht ja trotzdem kaputt. Boah, cool, eine Insel, geil. Boah, was haben wir denn da unten? Krasse Scheiße, ich will da runter. Vorsicht, 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 Vorsicht. Aua. Was haben wir denn da? Oh. Was? Nightblume, eine Nachtblume. Nein. Oh, Hundi, kann ich euch. Kommt's jetzt zu mir? Nee, ich glaube, das ist nur Verschwendung. Auch wenn er so lieb guckt. Die Pflanzen finde ich ziemlich cool. Die nehme ich mit. Die sind sehr cool. So, ja, wo bauen wir denn wieder unser Haus? Das ist ja wieder die lang ersehnte Frage. Wir hängen gerade im Schnee rum, da habe ich natürlich gar keinen Bock. Wie ihr sicher wisst aus den anderen Folgen. Hasse ich Schnee. Ich kann mit Schnee eigentlich einfach nichts anfangen. Aber vielleicht ist es ja alles anders jetzt hier bei Exit. Es ist alles anders. Ach, jetzt sind hier Laubbäume. Also kommen wir so in den Herbst. Schön, wirklich schön. Hühnchen. Manchmal hängt es, das tut mir natürlich leid. Wollen wir schon mal viel essen? Ah, ist echt cool. Macht wirklich Spaß. So, wo gehen wir hin? Wo haben wir? Ich möchte diesmal die perfekte Stelle zum Bauen finden. Schön eben, ein paar geilen Sachen, aber ein paar geile Sachen. Was laber ich denn hier? Ist alles eigentlich geil. Wir können auch einfach hier, da, drunter ein Haus bauen, das wäre geil. Na, okay. Also die Riesenberge, die sind ja schon atemberaubend. Anstrengend um die Uhrzeit. Ich dachte, machst du mal wieder Gronkh, zockst auch mal nachts, aber das ist ja echt anstrengend. Hut ab, Gronkh. Herzlichen Glückwunsch. So, Sumpfgebiet, das kennen wir doch.
Und Schneegebiet, das kennen wir auch. Gar kein Bock, ey. Boah, Frames, was ist los? Hey, ganz ruhig, nicht explodieren. So ruhig hier. Was haben wir denn da hinten? Ach, eine, ne? Wasserpflanze. Ah, ich freue mich ehrlich gesagt tierisch. Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Und wir werden bestimmt einige lustige Momente erleben. Ich habe hier so Mods gelesen wie Better Dungeons, also bessere Höhlen, Höhlenschächte und sowas. Die sollen wohl alles besser sein. Ich bin mal gespannt. Das werden wir natürlich alles erleben. Oh, Hühnchen. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Fleisch. Durch die Nacht. Da haben wir wieder so eine Kugel. Jetzt will ich aber mal wissen, was ist so eine Kugel. Die hatte ich eben auch. Entweder sterben wir jetzt gleich oder haben Glück und überleben. Wir können einfach mal ausprobieren. Kann sein, dass wir es voll auf den Sack kriegen. Ach, das ist das Ding da oben. Sehr wahrscheinlich. Interessant, interessant. Das werden wir natürlich auch noch herausfinden. Okay, so eine Schneelandschaft, so eine. Das war Schnee, ne? Ja. So eine riesen Schneelandschaft. Da ist so eine Dimension. Wir können hier einfach mal reinlaufen. Ich weiß leider auch nicht, wie wir da rauskommen. Seht ihr gruselig? Ah, eine Treppe. Eine Treppe. Eine Treppe? Oh. Aha. Oh. Nein, 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 nein. Krass, das ist schon lustig gemacht. Lustig, hahaha. Ich will da durch. Ich glaube, wir haben uns hier sowas von verlaufen. Alter Falter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon sein will. Ich gehe mal ganz schnell wieder raus. Kann ich den Baum, kann ich den nicht abbauen? Doch. Aber, ah, jetzt habe ich hier auch das Inventar. Okay, jetzt kann ich ihn nämlich bei Options einstellen, dass ich den Receive-Mode haben will. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel draufklicken und dann sehe ich, was ich dafür brauche. Interessant, ne? Ich will hier nicht mehr, ich will raus. Kann ich mal hier reingehen? Interessant. Wirklich sehr interessant. Wenn jetzt hier irgendwann, wenn jetzt hier ein Gesicht kommen würde, würde ich mir in die Hose scheißen. Alles auf einmal. Huch! Ist ja fast schief gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, Leute. Downloading Terrain. Huch! Wo sind wir denn jetzt? Alter. Ach, wir sind im Wasser gelandet.
Was ist denn das? Ich würde sagen, wir starten einfach mal von hier wieder. Alter. Ich habe schon perfekten Folgentitel hierfür. Aber den verrate ich euch erst, wenn ihr das Video rauskommt. Ihr wollt aber erstmal wieder hier runter. So, ja, die erste Folge wird natürlich wieder ein bisschen länger. Kennt das ja von mir. Mal kurz aber einen Schluck trinken. Ja, meine Aufnahme. Ich habe sehr viel vor. Ich muss einiges aufnehmen. Ja, geil. So kann man also auch zur Welt zu Welt, von Welt zu Welt. Ah, ein Dschungel, den kennen wir doch noch von früher. Buh. Die Dimension. Ah, oh, was? Ein Boot? Ich würde jetzt hoch. Aber gern mal. Ich würde es aber gerne wirklich mal ein bisschen sehen von der Welt. Wir bauen müssen und irgendwann anfangen, unser Häuschen zu bauen. Und da weiß ich noch nicht ganz, wo wir da anfangen sollen. Was macht ihr denn da, Perverses? Ja, wir haben noch genug Fleisch. Das ist also kein Problem. Wir werden also überleben. Aua. Oh, warte ganz kurz. Oh, Arm abgestorben. So, huch. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und wenn uns das mal passiert, wenn wir ein geiles Haus haben, dann sind wir, glaube ich, richtig verloren. Wahrscheinlich mit vollen Taschen, dass wir nicht sterben können, dann sind wir verloren. Und das wird passieren, glaubt mir. So, ich will hier gern irgendwo bleiben. Das wird noch ein weiter Weg. Aber das war jetzt erstmal das so entdecken. Wir müssen ja auch ein bisschen erforschen. Wir können ja nicht einfach zack bauen. Da, da, so, da, ne? Da, ja. Cool. Cool. Ah. Ist schon beeindruckend, die Welt. Also gefällt mir sehr gut. Bin ich mal gespannt, wie das so in 20, 30 Folgen aussehen wird. Und was dann für Projekte kommen. Ich meine, Skyrim, keine Ahnung, wie lange das noch geht. Möchte ich auch nicht hier schon spoilern. Spoilern. Bin ich echt mal gespannt. Bin ich gespannt. Und vor allem, wenn das Hauspark vorbei ist. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das noch dauern wird. Da habe ich erstmal ein Problem mit dem Zensieren. Man ganz so nebenbei. Weil Hakenkreuze will und darf man ja nicht. Will ich nicht zeigen und darf man nicht zeigen. Also, wo bin ich denn hier gelandet? Alter. Was ist denn ein Stein? Cracked Sand. Ah. Crack. Ah. Ah, ne, das war Koks. Okay. Ah. Ihr seht, was wir hier alles für Biome haben. Ah, ein Tümpel. Lecker. Lecker Schmecker. Ja, da werden Hakenkreuze gezeigt und das kann ich natürlich nicht zeigen. Da muss ich mir noch, wenn ihr eine Idee habt, wie ich das easy und einfach geil zensieren kann, dann sagt mir noch bitte Bescheid. Geil, was haben wir denn da gefunden? Hammer. Aber das, liebe Leute, ich will ja nicht alles auf einmal verraten, das seht ihr in der nächsten Folge von Minecraft Hexit. Von Typer TV. Tschüss.